Für diese Aktion feiert das Internet einen bayerischen Autobahnpolizisten. Der Beamte zieht eine Klimaaktivistin ohne lange Ansprache von der Autobahn, rechtzeitig bevor sie sich festkleben kann. Das zeigt ein Video, das die Klimaaktivisten selbst bei Twitter teilen. So, ab hinter die Leitplanke, ansonsten gibt's was. Die Fahrtrichtung der A9 nach München ist zwar bereits gesperrt, weil weiter nördlich Klimakaoten auf einer Schilderbrücke sitzen. Trotzdem ist so eine Aktion für die Aktivisten und Autofahrer potenziell lebensgefährlich. Auch auf einer gesperrten Autobahn müssen im Notfall Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und auch Polizei durchkommen. Unerwartete Personen auf der Straße sind dann natürlich brandgefährlich. Schaut, dass da hinten die Leitplanke kommt. Da rüber! Das ist eine polizeiliche Anweisung.